Willkommen zurück zum Let's Play von Sherlock Holmes Awakened. Wir sind in Folge 20 und haben gerade die Schwester gefunden, die sich offensichtlich erhängt hat. Ja, und Watson darf sie jetzt vermutlich untersuchen. Schön, dass er wieder da seid. Aber sie bewegt sich noch. Ligature marks on her neck. There'll be a bruise, but she should be okay. Wieso sollte die jetzt Selbstmord gehen? Da liegt ein Brief. Nachricht mit Drohung. Denken Sie wirklich, dass hier in der Stadt das Leben eines englischen Detektivs mehr wert ist als das einer Bediensteten? Das ist die letzte Warnung, Mr. Holmes. Grab. Wer ist Grab? Und wieso geht's jetzt um unser Leben? Doctor, Watson, speak to me. How is she? We were just in time, Holmes. Eula is stable, but lucky to be alive. We should take her to a hospital for a further examination. Yes. I fear I was wrong, Watson. The sheriff is not a man to be underestimated. To lynch an innocent woman just to send a message, it's evil. We're not safe in this city, nor is anyone around us. Then we must not dawdle. Help me get Eula to her feet. No, no. I will not leave here without Davy. Miss, please, we must get you help. No, I will not be deterred. I will get my brother and bring him home. Is Crab der Sheriff? If my deductions are correct, Davy lies behind this door. He ought to be unhurt, but is no doubt shaken. Davy? Davy, you there? Davy? We understand what you witnessed before. It's safe now. You're safe. Please, let us in. Your sister wants to see you. Everything will be all right. I promise. Yeah, them gentlemen speak the truth. Just open the door. Big sister's here for you. Davy! Oh, come here, you! Thanks, sirs. Lord bless your souls. Let me examine him, miss. I want to make sure he is unharmed. Remember, he may be mute, but he still understands you. Ach, der ist auch noch stumm. Mhm. Wussten wir das vorher schon? Mhm. Da hat man nicht aufgepasst. Ich dachte, das hat sie uns ganz am Anfang gesagt, bevor das Kapitel überhaupt gestartet ist. Ach, sie, okay, ja. Aber es stand nicht in irgendwelchen Briefen, da stand nur drin, dass er super intelligent ist. Dann schauen wir uns mal an. Okay, seit Tagen nicht geschlafen. Hungrig oder steht unter Druck? Ist hungrig und steht unter Druck. Okay. Unverängstigt und aufgeregt. Wir überlassen das Lesen lieber innerhalb. Verheilende Schürfwunde, mehrere Tage alt und harmlos. Aufgerissene Tasche, alte Kleidung oder sehr aktiv. Davy hat um sein Leben gefürchtet und sich 5 Tage lang in seinem Zimmer verbarrikadiert. Er ist ausgehungert, hat jedoch glücklicherweise keine bleibenden Schäden davon getragen. Davy hatte im Herrenhaus eine schöne Kindheit. An seiner Hand ist eine Schürfwunde zu sehen, wie man sie bei herumtollenden Kindern häufig vorfindet. Auch die aufgerissene Tasche dürfte seinen Taten jugendlichen Tatendrang geschuldet sein. Das erste ist gleich. Allerdings wurde Davy von den schrecklichen Ereignissen, die zum Verschwinden von Mr. Arnson geführt haben, schlecht behandelt. Die Schürfwunde an seiner Hand deutet darauf hin, dass er körperlich misshandelt wurde. Zudem erhielt er nur alte, verschlissene Kleidung. Nee, das glaube ich nicht, weil der hat sich ja doll um ihn gekümmert. Der ja, nicht verarmt. War nicht zufrieden mit dem Jungen ja. Genau. Er war ja jetzt kein Hausklave, sondern eher sowas wie ein Student. Genau. Davy seems in good health.
the bruise is a remnant of that awful night, perhaps even caused by the intruder, but he is otherwise unharmed. In fact, I believe life here was good for the boy. Arneson and the others cared for Davy. That may have allowed him to withstand such horrors. I need your help, Davy. We know that the man with the curved dagger is responsible for all this. You recognized the man, yes? The same one in the photograph in the office upstairs, standing with Arneson. Good. Please, write his name. And one last thing. The room with an image of a bell on its door may hold important answers. Do you know a way in? Yes. I think I've got it. You have been very helpful, Davy. So, hat er da gemalt? Ich glaube, oben ist doch das Symbol von Doppelschloss an der Tür. Mhm. Doppelschloss. Und was steht da unten dran? Esch. Der. Das soll das der Name des Mörders sein? Irgendwas haben wir zu ihm gesagt, schreibt den Namen hin und. Ach so, ja. Irgendwas mit dem Bäumchen. Mhm. Wir können es nicht anklicken. Aber den Namen habe ich schon mal irgendwo. Esch. Esmiot. Den Namen habe ich gelesen. Da ging es irgendwie um dieses Telegramm. Der Schlüssel für die Tür mit dem Glockensymbol muss sich irgendwo im ersten Stock befinden, an einem Ort mit einem Symbol. Zwei gekreuzter Schlüssel. Fahr mal weiter runter oder guck mal hier dieses verbrannte Telegramm. Das für Eschmarkt bestimmt war. Könnte Eschmarkt sein, was da steht. Aber der sagt. Der Schlüssel für den unteren Raum ist oben im Doppelschlossraum, oder wie? Mhm. War das jetzt gerade zu verstehen? Genau. Oh, jetzt ist es nicht mehr gelb. Muss ich irgendwo im ersten Stock begriffen. Aber dieses Schloss haben wir, also dieses Türsymbol haben wir ja schon gesehen. Und das war nicht das Wohnzimmer, nicht das Badezimmer, sondern das da. Mhm. Schlafzimmer. Da gehen wir raus nochmal. Oh, da. Hier draußen war auch noch was. Guck mal da. Ach nee, das hat durchgeleuchtet durch die Wand. Da, ja. Siehst du? Ein Schlüssel im Topf. Ach, jetzt suchen wir nach dem Schlüssel hier. Ein Schlüssel. Let's take a closer look. Ach, guck mal hier. Mhm. Da ist doch dieses A. Regen. Mhm. Ich hatte auch einen Zeigefinger. Das ist doch genau das, was wir auf dem Schloss gesehen haben. Mhm. Knopf. Ein Tresor. Mal irgendwo Zahlen gesehen. Auf den Bildern hatte ich irgendwas mit 20 Jahren Unterschied. Die Zahl hat man. Die Zahl hat man. Und da hattest du noch eine im Kopf. 81. 81. Mhm. Also was war mit der, Alter? 62. Oder ältere. Können wir beide ausprobieren. Mhm. Oder fällt dir was Besseres an? Nee. Also ich glaube,
Da hört hier nichts raus, irgendwie zum Knacken. Also da muss man irgendwo die Kombination hier finden in dem Haus. Ja. Bitte zuerst 82 nehmen. Ja, da bin ich jetzt auch nicht näher dran. Nee, 62. Okay. Ah. Rechnung der Waffenfirma Lock and Load. Doppelläufige Schrotflinte Kaliber 10, Reaper M142. Zusätzliche Dienstleistungen, Gravurarbeiten am Schaft, Gravurarbeiten am Griff, Gravurarbeiten am Verschlusssystem und Auszieher. Gesamtpreis 79,99. Hört sich billig an, war aber wahrscheinlich verdammt teuer damals. Mhm. Spezial verzierte Waffen. These should come in handy. Da waren aber eine Menge Schlüssel dran. Mhm. Dann müssten wir jetzt mal nach unten reinkommen. Der war's, glaub ich. Nee, wir brauchen einen Raum mit einem Schlüssel. Nee, war das nicht der Raum mit der Glocke? Ach, der Schlüssel für den Raum mit der Glocke ist da, wo der Doppelschlüssel ist. Okay, hier ist es offen. Das ist doch der Albtraum. Dense and disturbing notes. It's hard to follow. Es wurde bemerkt. Telegramm von R. Wie hoch der Preis auch sein mag, bezahle ihn. Ohne Obsidian, ein schwarzes vulkanisches Gesteinsglas, können wir keine Linsen zum Einsatz bringen. London ist unterwegs nach New Orleans und wird in 5 bis 6 Tagen eintreffen. Du weißt, wie mit Lieferungen zu verfahren ist. Ja. Sind wir in London? Nee, ich denke mal, die Leute, die in London entführt wurden. Hm. Als Lieferung. Oder wir. Hm. Und wer ist er? Tja. Wir hatten bestimmt schon er in der Geschichte. Das sind zwei Sachen. Mit Luft. A foreigner's clothes. By the looks of things from the Near East. Cut and polished, easy to sell. Gesammelte Notizen mit Anweisungen. Folge dem Boten des Todes. Dann durchquere ohne Furcht die Klammen. Nach der blutenden Weide immer den Krähen nach. Meide Kreuze, die sich vor dir auftun. Aber ich sag mal, diese Orientkleidung würde natürlich gut zu so einem Deutsch passen, ne? Ja, aber wir hatten doch das Bild hier, wo derjenige mit dem Dolch irgendwo drauf war. Da ist es die Kleidung. Da war der Dolch. Wow. Mhm. Ob das die Kleidung ist, die da liegt, weiß ich nicht. Aber würde ja zum Namen passen. Aschmat oder so? Ja. Ich glaube, jetzt haben wir es bei Zürich schon, dass wir nicht mehr in die Ecke kommen. Aber da war es ja vorher schon so ein. Was zur Hölle machen wir mit dem Lokal? Vielleicht, Ich glaube, wir müssen jetzt hier weiter arbeiten, weil da war jetzt gerade nichts weiter. Außerhalb unser Fall. Mhm.
Aber wir haben hier was rausgefunden. Wir haben dieses Bild gesehen mit dem Schlüssel, mit dem Ring, mit dem A drauf. Mhm. Porträt von Mr. Arnson. Da war es drauf, oder? Ja. Mit seinem Siegelring. Wo ist der Ring? Das weiß er. Wenn es wirklich der Waschbär gefressen hat, vielleicht in so einem Waschbärhäufchen. Hier in der Nähe der abgetrennten Finger? Waschbär. Hm. Ein wildlebender Waschbär hat sich den Siegelring zusammen mit Mr. Arnson Fingerspiel blitzt. Der Dieb ging dabei nicht sonderlich subtil vor. Ja, und wo soll man ihn finden? Moment, aber ich frage mich immer noch, warum schneidet ihm jemand die Finger ab und lässt dann den Ring da liegen? Ja. Und warum wurde der Baum auch mitgenommen? Der war auch weg. Ja. Was hat man davon, wenn man den da rausschleift, um dann die Finger abzuschneiden? Hm. Inhalt des Dezellaten-Diagramms. Kommen wir da weiter? Durch diesen Telegramm von R, das ist neu. Ja. Nee. Nachricht mit Ton. War von dem Aufhängen. Vielleicht eher gesammelte Notizen mit Anweisungen? Wahrscheinlich fehlt uns hier noch was. Dann müssen wir wahrscheinlich einen Waschbär finden. Ja, ich denke, erst müssen wir den Waschbär kriegen. Also müssen wir jetzt wieder anfinden, dann werden wir wahrscheinlich Hinweise finden zum Waschbären. Aber ich denke mal eher nicht im Haus, sondern da bei der... Beim Garten. Wo die Fingerchen noch im Garten. Genau. Vielleicht ist ja eine Spur, wo man folgen kann. Da sind Waschbärenpfoten. Okay, dann fangen wir mal an bei der Leiche. Oder beim Finger. Bleiben die da vorne? Nee. Oder an den Fingerchen? Irgendwo da. Was hier? Jetzt hat der Waschbär die restlichen Finger auch noch gefressen und kriegt den Fries. Nee. Ja, und wo sind sie dann? Die müssen da irgendwo bei der Blutspur mit sein. Da? Da. Da ist Waschbärpfote und da sind, glaube ich, die Finger gewesen. Mhm. Zeigen die in der Richtung an? Ja. Ja. Interessant, dass er so hopser macht, ne? Inzwischen sind keine Spuren drin. Ja, schon komisch. Ja, das sieht so aus, als wenn die Richtung nicht so ganz klar wäre. Und schon irgendwie da mal. Da ist doch auch noch Blut. Mhm. Und Beispiel so. Zerrungsspuren. Hatten aber nicht abgeschreckt, Jamie. Ich glaube, es sind noch Tapser. Das ist wahr. Ein Apfel. Leuchtet er so hart raus? Mhm. Und ist der jetzt bunt? Vielleicht war es auch Pfirsich. Ist ja noch mehr Äpfel. Es kommen nur mehr Äpfel. Ist vielleicht das Waschbärennest. Guck mal, da sind ganz viele Pfoten. Und Essen. Oh. Ein Märchen. Das ist ja gut. Yay. Arneson's signet ring, as we saw in his portrait. Dann kommen wir jetzt zu dem Schloss.
was für ein Waschbär finden. Waschbär haben wir ja jetzt nicht. Wir müssen ein Lager gefunden. Ich würde schon gerne ein Waschbär sehen. Diesen Fingerfressenden, weil der Finger war ja weg, erstmal nur noch der Ring da. Die Frage ist, ob er ihn mitgegessen hat oder vorher den Finger abgeholt hat. Aber der Ring ist erstmal vielleicht raus. Ausgekackt. Weil er ihn mit verschluckt hat. Ja, das glaube ich nicht. Ich denke mal, er hat den Finger rausgenascht und den Ring da liegen lassen. Für harte Zeiten aufgehoben. Aber ich glaube, wir finden jetzt zum Beispiel Glas zusammen und da ist durch den Garten durch. Dann gucken wir, ob da noch irgendwas ist am Waschbär. Ja. Nee, Lachsen. Ich glaube, da kannst du den Fokus auch ausmachen. Ja, aber jetzt sehe ich auch nicht mehr die Pfoten, die wir von da unten gesehen haben. Guck mal, die sind jetzt auch weg. Ja, das Thema ist ja geklärt. Wir haben ja den Ring. So, okay. Dann probieren wir das mal aus. Das war unser Arbeitszimmer oben. Aber auf jeden Fall ein begeisterter Jäger. Meine liebste Lucy, bitte glaube mir, mein Sonnenschein. Sobald ich mich um die in den Sümpfen schwelende Finsternis gekümmert habe, kehre ich mit weit offenen Herzen zu dir zurück. Sei dir versichert, dass ich bereit bin, mich der ganzen Welt gegenüber zu meinen Gefühlen zu bekennen, die ich für dich hege. Ich kann es gar nicht erwarten, deine Hand zu halten und mich in deinen wunderschönen Augen zu verlieren. Für immer in Liebe, Errol. Errol war der Vorname von Liebesbrief von Mr. Allison. Ja, mhm. Errol, das haben wir schon mal gehört. Mr. Arnson, als Ihre Anweisungen eintrafen, begannen wir sogleich mit unseren Nachforschungen. Seien Sie sich versichert, dass wir unser Bestes tun werden, um den von Ihnen erwähnten Ort in den Sümpfen des Bayou zu finden. Wir müssen Sie jedoch darüber in Kenntnis setzen, dass es in den kommenden Wochen zu Verzögerungen kommen kann, da sich der mit dieser Angelegenheit betraute Detektiv derzeit in Europa auffällt. Guck mal, er schreibt das von uns, oder? Nein, da war doch noch ein anderer Detektiv. Ein amerikanischer Detektiv, so, der ums Leben gekommen ist. Ja, wir empfehlen dringend, Ihre Funde bis auf Weiteres unter einem Tisch, in einem abschließbaren Schrank oder in einem Tresor sicher zu verwahren. E. Spears, Direktor der Northwood Agency. Das ist die Northwood Agency. Aber so. Ja, was ist das? Na, vielleicht ist das auch so eine Privatdetektei. An der Seite leuchtet wieder irgendwas mit kombinieren. Well, isn't that interesting? Hello again, Lucy. Das war doch das Nymphenschiff. Da war doch irgendwo was. Mr. Arnsons Notizen über Eschmet. Gesammelte Notizen, die Mr. Arnson über seinen Bediensteten Eschmet angefertigt hat. Eine dieser Notizen lautet: Diese verdammte Bedienstete, wie kann er es wagen, der Bank in meinen Namen Opale zu veräußern? War er schon immer so ein Schlitzohr und ich habe es nur nicht gemerkt? Oder ist dies dem schlechten Einfluss seiner ausländischen Freunde geschuldet? Ich muss mehr über diesen Kerl in Erfahrung bringen, vor allem nach diesem rätselhaften Telegramm, das an ihn adressiert war. Ich habe es sogar Davy gezeigt, weil ich mir keinen Reim darauf machen kann. Was hat es damit nur auf sich? Also der Eschmet ist weg und der Herr des Hauses.
Champagner. Eingesteckt. Ja, für Champagne? Vielleicht. Da ist irgendwo. Das Rote. My princess, my love, my heart. Fitting words. Ein Verlobungsring. Mhm. It's almost a piece of art. Hat das die Waffe nur für die 79 Dollar reichen? War wahrscheinlich. Mhm. Doppelläufig. Steht da wie ein Schmuckstück. Gott, der war diesen Bär. Mhm. Sonst haben wir hier nichts mehr. Mhm. Aber ich glaube, Watson ist auch noch. Watson? Davy is calm and collected despite enduring all these horrors. An impressive young man. Jede Menge Nasse. Teuer Champagner. Dann müssen wir wahrscheinlich wieder hier ackern. Wie kann ich an den Inhalt gelangen? Naja, mit Davy. Mr. Arnsons Notizen über Ishmet. Und dann kommt raus, dass Davy uns da weiterhelfen kann. Weil Davy mit ihm über den Brief geredet hat. Mhm. Okay. Dann müssen wir Davy wahrscheinlich fragen. Ja. Oh, was habe ich denn hier getrieben? Ist jetzt nicht an der Wand lang gelacht. Ich habe eine Stelle gefunden, die nicht beabsichtigt war. Und zum Glück bin ich nicht gestorben. Also einen halben Meter Wasser, da stirbt er ja auch schon. Da war er bloß mit den Knien drin. Vielleicht atmet er mit Knien. Natürlich sein. Davy, we know that Ashmat is responsible for what happened here. We must catch him and hold him accountable. I know that you are scared, but you are also the only one who can help us. I believe Mr. Arneson showed you a cryptic telegram that was sent to Ashmat. You are an impressive boy with a phenomenal memory. Can you tell us the contents of that message? Jetzt bin ich gespannt. Thank you, Davy. Watson, please copy down everything he writes. Ein rätselhaftes Telegramm, das für Ashmat bestimmt war. Mr. Arnson hat es Davy gezeigt und Davy schrieb nun die Zeilen für uns an die Tafel. Wenn das Unwetter zu toben beginnt, wo alle Schiffe ihr Ende finden, bei Stevensons wegweisenden Licht, die letzte Umarmung aller Auserwählten. Was zur Hölle? Da hat das hingekritzelt. Tatsache. Aber auf Englisch. Jetzt können wir wahrscheinlich weiter. Ich wollte das Original. Warte. Windstorm. Ich wollte wissen, ob sie es reimt. Windstorm. Starts. Nee. Starts. Starts for Light. Nee, hier reimt sich alles nicht. Nee. Was können wir jetzt? Vielleicht weiter Hinweise zusammenfügen. Ja, ich wollte mal den Spiegeltest machen. Also ich glaube, wir haben noch keinen Sherlock Holmes Titel geschrieben und Spiegel funktioniert hat. Der ist echt traurig. Vielleicht waren die zu den Zeiten noch nicht so gut. Aber für sowas kann man sich da einen Spiegel dann auch schenken. Also braucht man gar keinen. Da kennt man ja nichts drin.
Also ich glaube, Spiegel haben schon ziemlich lange funktioniert. Moment, haben wir noch was in der Tasche, bevor wir da rumprobieren? Mhm. Wo könnte das sein? Gesammelte Anweisungen, wie man da hinkommt irgendwo. Gesammelte Notizen mit Anweisungen und genau. Notizen erstmal. Nö. Notiz über rätselhaftes Telegramm und Telegramm von R. Auch nicht. Inhalt des rätselhaften Telegramms? Ja, also ich finde es blöd, dass man die hier jetzt nicht anschauen kann, dass man nochmal reingucken kann, was da drin steht, dass man das jetzt wieder im anderen Menü suchen müsste. Die Fauna von Louisiana vielleicht? Also ich denke mal, der wurde ja mit dem Boot weggeschafft. Ich denke, der Waschbilding können wir mal ausschließen. Vielleicht ist er auch zu seiner Geliebten gefahren. Das kann sein. Und dann Brief von L. Aber ich denke auch, dass er eine passt schon. Ich denke, dass er entführt wurde oder so. Wurde an einen Ort an den Sümpfen gebracht, in die Sümpfe des Bayou. Eschmet hat ihn verschleppt. Mit irgendwem kann man darüber reden. Na, mit Lucy? Wahrscheinlich? Oh, Davy. Things you must have gone through. Du meinst, ist denn Lucy die am Schiff? Die Geliebte. Genau. We must stop this, Holmes, all these atrocities. Und der Sheriff muss ja da auch irgendwo mit drin stecken. Wenn er ihn da so bedroht. Wir haben doch nur die zwei Personen hier. Mit wem sollen wir denn jetzt hier drüber reden? Wer ist jetzt? Niemand da zum Reden. So gefühlt. Na, können wir nicht mit der Kutsche wieder in die Stadt zurückfahren? Bin ich doch mit der Kutsche angekommen. Ja, mit dem. Hat er ihm gesagt, dass er jetzt mit der Kutsche irgendwo hinfahren wird? Nee, aber das ist das wir Einzige. Wir müssen ihn über ihren Brief reden, vermutlich. Durch den Stallbus. Pörtchen ist noch wohl auch sehr gut. Wenn uns der Sheriff jetzt nicht abfängt. Ich glaube, da vorne steht die Kutsche. Ja, können wir ja jetzt nicht machen, ne? Ich frage mich noch, ob jetzt das nächste Kapitel anfängt. Wahrscheinlich. New Orleans Port, and quickly. Innocent slaughtered, a woman lynched, a boy forever traumatized. I fear we've crossed the Rubicon, Holmes. Davy is resilient, much like Eula. We'll overcome this. You're right, but I worry this portends far worse for us. What have we got ourselves into, Holmes? Aber hier können wir ja wahrscheinlich jetzt eh nur das machen, dass wir jetzt mit dem Tantchen da vorne reden, mit der Lucy. Wo ist die Karte? Und im Fischerdorf sollten wir vielleicht die Champagnerflasche mal noch hinbringen. Aber erstmal würde ich mit der reden.
Ja, dann wird man Brot kriegen, um in die Sümpfe vielleicht zu fahren. Hier ist es nicht. Das ist die da oben. Wie die uns geholfen hat. Johnny Boy, so how was it with Champagne? Most enlightening, thank you. And now my friend Mr. Holmes would like to talk to you too. Well, ain't you something? What can I do for you? I'm afraid I bring bad tidings. How bad? It concerns your significant other, Arneson. Arneson? Now who said we were lovebirds? Lucy, we only mean to help. No word of the matter shall spread. What are you implying? Was können wir sagen? Also irgendwie mit ihrer Beziehung, ihrer Liebesbrief vielleicht. Ja. Passt nur der Liebesbrief. The man in this letter seemed ready to declare his feelings for you. Sounds like he was more than a client. It's part of the job. Men can say weird things when they think they're in love. Jetzt können wir ja... Sie hatte ihm ja auch einen Brief geschrieben. Ja, ein Bild von den beiden. Genau. This photo of you and Mr. Arneson suggests the feelings were reciprocated. Looking interested when with the client is part of the job, Mr. Holmes. I don't even remember the man. You mean to say you take pictures with everyone? If they ask nicely. And pay. Der Verlobungsring. Oh. Ganz rechts. Den hat er für sie gekauft. Bestimmt. Arneson definitely paid for a ring in your size inscribed my princess my love. Das lief besser als das letzte Mal. Arneson was going to propose. Das war aber jetzt fand ich auch relativ einfach. Arneson and perhaps even love him back. Regardless, weil die anderen Sachen alle nicht gepasst haben. Is hanging in the balance. Please help me save him. Oh my Errol. What have you gotten yourself into? I didn't want to believe this could happen. Lucy, Lucy. What do you know? Could it have been the sheriff? I don't know, John. This town has darkness in it. Errol and me, we had plans, dreams. We wanted to make this place better for all the folk who live here. Errol had grown suspicious of Ashmat, thought he was acting odd. He brought up the bayou. I told him to leave it all alone. The water's there. They swallow everyone. You mean the alligators? No, no. It's local legend. The bayou's dangerous. Any visitor that sees death messengers, they die. These messengers, are they abstract or a landmark? They're white lilies. You see a path with them flowers, you turn around. All right, Watson. We must find someone to take us to the bayou. Lucy, you have our thanks. We will go and look for Arneson. Ja, ich glaube, du hast recht, ja. Machen wir die Champagnerflasche offen. Wo war das? Ich glaube, da drüben war. Ja, das ist ein Fischer doch. Aber wir können jetzt Klamotten tauschen. Ach so. Weil das war ja jetzt ewig gesperrt hier. Konnten gar nicht das neue Zeug angucken. Matrosennetze. Zauberhut. Jetzt haben wir hier ein neues. Luxuriöser Mantel. Pfleger. Ach, das haben wir bei Hütten aus der Heilanstalt. Matrosen. Das sieht ja ganz schön schick und fein aus hier. Willst du das mal anlassen? Besser. Das schon wieder. Ein Wortchen? Der fängt an. Kannst du ihn ja... Ach ja, zieh ihn ruhig wieder den hübschen Anzug an. Den hier. Gut aus, Boah, ich hab grad gedacht, ich schätze das Spiel ab, weil ich mir gut so. Siehst du, jetzt sagt man, braucht keine Umkleideraum, das geht jetzt alles.
Mit neuester Technik, zack, und dann hat man es an. Muss man nicht mehr auf sein Zimmer gehen. Hat er alles in der Hosentasche dabei. Cool. Wobei das natürlich nicht zu der Gegend hier jetzt passt. So schickt die Kleidung, da fallen wir ja auch. Fallen wir sowieso als Engländer in Amerika. Der ist jetzt auch nicht mehr da. Mhm. Und die Tür ist zu. Aber ich denke, hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Tschüss.